hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Mein Frachter ist start. Okay, das war die Missionsübersicht. Na gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Nacht. Und hier zur neuen Folge, ja, gerade ein bisschen verwirrt. Ja, willkommen zur neuen Folge von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, Mission 2 ist wieder fest im Sattel. Verlassen Sie zusammen mit Rainer das Labor. Ja, das ist ja einfach. Ich brauche ja bloß los, ne? Mission starten. Oder auch nicht. Achtung, Liga-Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr nicht, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Mhm. Wie Radfahren. Ja, ja, Radfahren. Aha. Na gut. Also, was haben wir gerade gesehen? Nova auf jeden Fall. Sexy Nova. Nova und ein paar Trupps von Marines. Trupps von Marines haben wohl gerade das Labor überfallen. Und ich habe die dumme Vermutung, sie kommen nicht in Frieden. Kann mich auch irren. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Das ist ja gemein. Gerade eben noch schön in Schwarz und ein bisschen grau und jetzt hier so komische. Falsche. Nee, doch nicht richtige Tasten. So komische Blau. Ich bin bereit. Los ist ja geht's. Ekelhaftig. Sicher. Hm. Rücke vor.
Ich kann ihn gar nicht steuern. Achso, ich steuere nur Kerrigan, okay. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts. Gehe voran. Ich kann sagen, es ist ein bisschen ruhig gerade in Bezug auf Balla Balla Peng Peng. Verstanden. Okay, da nicht lang. Sicher. Gehen wir mal noch da. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Gehe voran. Roger. Was ist das da für ein Perk? Rainer, Kerrigan, diese Erste-Hilfe-Station wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Da ist nix. Viel Glück, ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Wir rücken aus. Das ist richtig, okay? Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Ja, klappt sogar. Gehe voran. Ich steuere ja Musik, muss ich mir merken. Der Weg ist frei. Bist du nicht hier lang? Weiterer Einsatzkommando steht. Geht's doch gar nicht. Schau hoch. Wir rücken aus. Roger. In Bewegung. Sicher. Wo wollen denn die Umoyana hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Umoyana? Achso, die Marines. Die haben aber eine geile Rüstung, muss ich sagen. Die sieht irgendwie aus wie ein Mix aus die Rüstung von der Marine mit dem Glitzy Strichlein von Nova. Also von den Ghosts. Gehe voran. Sicher. Aua. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Wie jetzt? Verstanden. Oh, Energie? Ja. Gehe voran. Durch die Unterebene. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Ich habe auch das dumme Gefühl, dass die Zerg zu kontrollieren eine ganz blöde Idee wäre. Also mal davon ab, dass man sie anscheinend nicht kontrollieren kann. Zack. Wenn wir schon mal da sind. Rücke vor. Sicher. Plattform. Kerrigan, meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Okay. Nö. Einsatzbereit. Auch wenn du niedlich bist, Nova. Nope. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Na. Roger. Verstanden. Den da. Es gibt Arbeit. Gezielt oder dicke Ding? Drücke vor. Sicher. Das muss man mit Zerg kaputt machen hier. Gehe voran. Roger. Drücke vor. Na gut, für die Zerg sind wir ja eigentlich nur Mensch. Also, Fleisch. Könnte man sagen. Gehe voran. Noch brauchen wir es nicht. Es gibt Arbeit. Verstanden. Den da. Roger. Mal aushebeln. Speziell den da, dann sicher. Den da. Ah, der macht eigentlich mehr Schaden. Rücke vor. Warte. Es gibt Arbeit. So. Verstanden. Gibt's hier irgendwas zu gucken? Nö, gibt's nicht. Dann. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Wir haben es geschafft. Rücke vor. Wo jetzt lang? Wir sparen uns das mal auf. Ja, genau dafür. Roger.
Man muss es ja nicht nehmen, wenn man es nicht braucht, ne? In Bewegung. Gehe voran. Ich weiß nicht, was das für ein Kügelchen ist. Verstanden. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Ja, hetz mich nicht. Wir rücken aus. Sicher. Kann ja nicht jeder oben in seiner Zentrale sitzen und hier alles gemütlich angucken. Rücke vor. Es gibt Arbeit. Verstanden. Manche Menschen müssen hier noch runterlaufen. In Bewegung. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Kinetische Welle. Sicher. Schmeckt. Verstanden. Anscheinend. Na komm, mach den mal Butter. Wir rücken aus. Brauchen wir noch was? Nö. Es gibt... Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Wieso darf hier rumklopfen? Klopfi, klopfi. Und Rainer identifiziert. In Bewegung. Na, gehe jetzt falsch um. Rücke vor. Wir rücken naja, aus. Nehmen wir mal mit. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. 1 bis 50? Verstanden. Ich habe vergessen zu zählen. Arbeit. Nach 10 habe ich aufgehört zu zählen. Tut mir ja leid. Gehe voran. Zerstör die Trümmer! Wir müssen die Tür erreichen! Roger. Bin ja schon dabei. Brücke vor. Sicher. Wir haben es geschafft. Ja. Überrascht dich das? Ja. Weiter, es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Vor. Wir rücken aus. So ein bisschen überrascht mich ja schon. Verstanden. Jetzt fahr ich um. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Autschi. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Also die Gasverteidigung würde ja auf jeden Fall wahrscheinlich nur die Menschen angreifen. Die Zerg würden alles kaputt machen und schlimmste Fall kämpfe ich am Ende nur gegen Zerg. Hier denn gegen Panzer. Ja, denn. Ne? Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Der Heilige Geist? Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Ja, aber sonst hätten wir Panzer. Los. Genau, besser als vorher. Vorher hat man die Panzer am Hals. Es gibt Arbeit. Gutste kleine Kerrigan. So sitzt da kaputte Panzer und ein paar Marines. So. Das gefällt mir jetzt doch weitaus besser. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Ach Moment, ich hab... Scheiße, ich sehe das erst jetzt. Rücke vor. Schiedkram. Da sehe ich ja gerade erst. Sicher. Mutti? Roger. Lauf! Roger. Verstanden. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Ich fährt doch nie pünktlich. Gehe voran. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Ja, und die anderen drei, die da stehen. Okay, oder auch nicht. Vor. Ja, toll. Und die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. Ach, da sind noch Marines. Ach, guck mal, da stehen welche. Humulianische Streitkräfte. Motoren, okay. Die haben Lebensbalken, also wahrscheinlich werden die wahrscheinlich angegriffen werden. Es gibt Arbeit. Rücke vor. Sprich, wir sollten wohl verhindern, dass das Ding Krachbumm macht. In Bewegung. Verstanden. Rücke vor. Sicher. So. Es gibt Arbeit. Die Bahn wird schneller. Bleibt konzentriert, Jungs. Wir rücken aus. Ja, okay, so schnell wird, merkt man zwar nicht, aber... Ist ja nicht so schlimm. In Bewegung.
sicher. Ist, mach putt. Achso, ich muss es Sunny. Okay. Ah, nee, der kann ja Sachen abwerfen. Ah, ganz vergessen. Roger. Da kommt noch mehr. Verstanden. Roger. Wir rücken aus. Wie gut, dass das demnächst gegen Bodeneinheiten, gegen Bodeneinheiten machen kann, so wie er nicht gelandet ist. Geh mal weg da. Ja. Hätt's nicht. Gehe voran. In Bewegung. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Bah! Licht. Wir sind raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Ach, vorher waren wir nicht auf dem Präsentierteller, oder was? Willst du mich verarschen? Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. Vorher waren wir auch auf dem Präsentierteller. Ich geh mal nach unten. In Bewegung. Ach, die kommen beide hier, okay. Verstanden. Okay. Ich wette, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad ist es, keiner der Motoren, oder keine der Motoren darf kaputt gehen. Geh mal weg da. Es gibt Arbeit. Würde ich ja fast behaupten. Roger. Sicher. Ich weiß. Es gibt Arbeit. Wo ist der andere Verbündete? Da. Wir rücken aus. Zack. In Bewegung. Gehe voran. Noch ein bisschen Energy. Danke. Gibt's irgendwo den Timer? Gibt's diesmal nicht. Okay. Roger. Ich kann den Hangar sehen. Wir sind fast da. Rücke vor. Dann tschüss. Sicher. Roger. Ein Belagerungspanzer. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten. Brauchen wir nicht. Gehe voran. Ging auch anders. Verstanden. Sicher. Schnell nachtanken. In danke. Bewegung. Und jetzt, ja. Volldampf. Schön, wie das unten eingeblendet wird. War ja beim letzten Teil noch nicht so. Shuttle-Hangar geschickt. Bewegung! Wir müssen sie aufhalten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Fast da. Lass uns den Jungs hier zum Hangar folgen. Dann, also ich kann... Ah, ich vergesse, was ich nur Kerrigan steuern kann. Geh mal da weg, da. Lernt mal fliegen. Er stört mich gerade. So, irgendeinen großen Kampfläufer. Mutti! Rücke vor. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Irgendein großer Kampfläufer. Da ist nix. Sicher. Ich bin ja gespannt. In Bewegung. Warte. Aha, zu weit geklickt. What? Empfänge in Position. Ich habe den Shuttle-Hangar gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorrücken. Jim, der Erzengel versperrt uns den Weg zum Shuttle. Erzengel? Das ist ein verdammter Tor. Jim! Verdammt. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser, oder ich leg das Ding hier alleine um. Ja, ja. So irgendwie. Angriff wird ausgeführt. Verstanden. Okay, das wirkt nix. Roger. Merken, nur die kinetische Welle bringt was. Wir rücken aus. Rücke vor. Ziel anvisiert. Schickt die Landekapseln. In Bewegung. Sicher. Ja, wo? Wo ist es? Oh, ihr lauft doch nicht da rein, ihr Idioten. Da lang. Sich eine kinetische Welle an. Ich weiß. Roger. Es gibt Arbeit. Sicher. Lauf. Wir rücken aus. Rücke vor. Roger. Verstanden. Ah, jetzt rennt er wieder weg. Landekapseln im Anflug. Naja. In Bewegung. Da unten lang. Roger.
Komm schon. Verstanden. Rücke vor. Noch eine Landekapsel? Nee, das dicke Ding wieder. Ah, doch. Das. Ja. Ja, werf du mal Bomben ab. Es gibt Arbeit. Gehe voran. In Bewegung. Verstanden. Ha! Hat er Bumm gemacht und unten ist er. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. Sarah, ich komme nicht durch. Nimm ein Schiff und hau ab. Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan, ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermassel es nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früher auf Sie gehört habe. Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim, ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Mhm. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort. Nova. Sieh an. Jim Rayner. Du hast mir mit meinem Tauschproblem geholfen und das weiß ich zu schätzen. Aber eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Okay. Ich hab keine Ahnung. Motoren verloren. 0 von 6. Yay. Okay, höherer Schwierigkeitsgrad ist einfach früher fertig werden. Ohne Kerrigan würde ich den Schaden nicht erzählen. Habe ich, glaube ich, gar nicht bekommen, ne? Vermute ich mal. Ja, aber die Folge ist damit wieder zu Ende. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann, in der nächsten Folge. Also, bis denne. Ciao.